Ja. Ich hätte auch erstmal observiert hier. Ja, das war die ständige sportliche Übung hier für heute. Jetzt Beschreibung der zwei jungen älteren Haflingerstuten, angeführt mit die Riege hier von der Nummer 113 und die Maestro von Hans-Peter Junger vorgestellt. Eine im Schiff sehr ansprechende Stute, auch gut entwickelt schon als zweijährige. Aber sicher hier auf dem Schrittring unterwegs im Trab, noch so ein bisschen den Takt. Fest noch in der Rückenpartie, dadurch dann auch nicht in den Wendungen immer so ganz elastisch, aber von der Entwicklung und vom Typ her vor allen Dingen auch erwarten wir uns doch da weitere gute Fortschritte. Die Stute erhält eine Prämie. Heute Vormittag wird ein Feuer. Jetzt können wir das fortsetzen. Dahinter die 119, Moneypenny, von der Kenneth Warrens vorgestellt. Diese Stute ist noch sehr fohlenhaft in der Entwicklung, noch nicht, auch als Zweijährige, noch nicht ganz so weit entwickelt. Haben wir hier vielleicht schon ein bisschen die Kraft, um die Bewegung dann auch umzusetzen, energisch hervorzubringen und die Hinterhand auch etwas mehr einzusetzen, sodass auch ein bisschen Aufrichtung dabei kommt. Da müssen wir nochmal die weitere Entwicklung bis zum nächsten Jahr dann abwarten. Ebenfalls vorgestellt von der Kenneth Lawrence, die 120, zu der Angel. Auch sie noch sind übrigens aber noch weiter im Ausdruck und in der Entwicklung schon hier antretend. Mit gutem Ausdruck, eine sehr schöne Eisung aufgerichtet, angelegt, der Eis, das kann sie auch in der Bewegung dann halten. Der Trab wurde mit viel Takt gezeigt, im Schritt jetzt fleißig und gleichmäßig unterwegs, die Stute wird trainiert. Dann die 123. Und der gleiche Sprung zu vier liegen, die Arcelina von Inge und Reimer Gewoll aus Posthöhlen. Eine Stute, die etwas schwer wirkt, vielleicht schon nicht so ganz modern, wie sie noch bei den Haflingern heute eigentlich gewünscht sind. Etwas fest auch im Rücken. Und dadurch auch etwas begrenzt im Raumgriff, so wie in, wohl im Trab, wie auch im Galopp und im Schritt. Jetzt sie jedoch auch mitunter etwas fest. Die Stute wird in das Stutbuch 1 eingetragen. Ja, die 124, Juliana von Sölke Hansen, eine Stute mit Ausdruck, Stufenzug und auch Rassezug zeigend im Gebäude. Ganz korrekt gebaut. Im Fundament allerdings doch etwas verstellt, etwas zähneng. Sehr gut entwickelt in der Kondition, vielleicht auch ein klein wenig überladen werden. Die Stute wird in Stufbuch 1 eingetragen.
Ja, die 125 schneller, ebenfalls von solchen Handeln, habe ich hier mit großen Partien ansprechend im Zug und im Gebäude mit guter Taktbewegung und ja auch fleißigen und raumgreifenden Schritt jetzt unterwegs. Vielleicht noch mal eben vielleicht in der Mittelhand, aber eine doch recht moderne Stute. Die Stute erhält eine Bezirksprämie. Es folgt die 136, die von Peter Witt. Eine großartige Stute, die dafür oben steht. Ich könnte so ein kleines, im Mittelstück vielleicht etwas befestigter sein, der Widerrist auch etwas mehr ausgebildet, dadurch wird die Rückenpartie dann auch noch etwas länger. Sie bewegte sich sehr energisch. Es fehlte allerdings schon ein klein wenig dabei. Der Raumgriff in der Bewegung. Die Stute wird ebenfalls in Stuttgart 1 eingetragen. Das kann ich ja. Das kann ich auch noch einigen. Ende hier der Reihe, last but not least, die 138, die Studie Hoffnung, dann der Zuchtgemeinschaft Hoffgerau. Eine toll entwickelte Studie schon auf die Größen hier im Bunde mit 1,48, aber dabei auch genügend Linien noch aufweisen. Sie sieht nicht überschwer aus. Der Trab war raumgreifend, da ist jetzt eine ganz bequeme Phase dabei, aber doch raumgewinnend. Der Lob leichtfüßig, das konnte man da feststellen, leise dabei. Im Schritt hält sie sich noch etwas fest in einigen Phasen, hat immer wieder ganz gute, fleißige und auch schreitende Phasen, aber doch in den Wendungen häufig noch so ein bisschen fest, ewig, und da bitten wir denn darum, dieses doch noch in den nächsten Wochen zu üben, denn die Studie möchten wir gerne auf der Stute schauen fahren. Steht Wiedersehen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für die Vorstellung des Studien und die 138. Dann bitte zu Herrn Hagemeister zur Fototermin. Auch hier gleich nochmal zur Information. Wir werden erstmal alle Stücke zur Dienstschau ausgewählt haben. Mit den Veröffentlichungen. Das soll in der nächsten Woche losgehen. Die Interessenten im Lande, der Kollegen und auch andere von außerhalb, die sich vielleicht dort einmal ansehen können. Dankeschön. Achso, ja, doch. Ein Hinweis, Herr Gundlach von der Mustang Media, nimmt die gesamte Veranstaltung hier auf Video auf. Und bei Interesse können Sie natürlich von Ihnen auch die entsprechenden Videos für Ihr Pferd und auch für andere erwerben.